Hallo Leute und willkommen zum heutigen Daily Vlog hier auf Hochformat, beziehungsweise falls ihr auf Instagram schaut, Grüße gehen raus an die Instagram-Zuschauer. Wir fangen heute etwas später an, es ist schon 14.30 Uhr Madeira-Zeit, das heißt es ist schon 15.30 Uhr deutsche Zeit. Warum es heute etwas später losgeht als gewohnt ist, weil ich etwas mehr Business-Kram zu erledigen hatte und den filme ich ja meistens nicht. Kurz, um meinen Tagesablauf ein bisschen besser zu verstehen, ich versuche immer so 7 bis 8 Stunden zu schlafen und ich gehe immer so zwischen 0 und 2 Uhr morgens, manchmal auch später ins Bett. Das heißt, ich stehe zwischen 8 und 10 Uhr morgens auf und dann nehme ich mir so meistens 2 Stunden Zeit für den Daily Business, was so angefallen ist, Anfragen, E-Mails, geschäftliche Geschichten und so weiter und so fort. Heute hat es ein bisschen länger gedauert und zwar bis 14.30 Uhr jetzt. Also ich habe bis gerade an verschiedenen Projekten gearbeitet, die jetzt noch nicht für den Vlog öffentlich zeigbar sind. Deswegen fangen wir heute etwas später an. Aber es ist auch etwas angekommen und das zeige ich euch jetzt. Heute ist etwas angekommen, auf das ich schon lange gewartet habe, und zwar das Wireless Go Mikrofon von Rode. Das ist ein Wireless Mikrofon einfach, damit der Ton von den Handyaufnahmen besser wird. Weil manchmal, wenn ich am Meer bin, was ja öfters passiert, ist es sehr windig und dann hört ihr nur noch so Windgeräusche. Und hiermit haben wir endlich guten Sound. Ich würde sagen, packen wir mal aus zusammen und dann probieren wir es heute direkt mal aus, wie sich der Sound unterscheidet. Gut, dass ich... Professional Unbox Channel, man kennt ihn. Let's go. Okay. Packen wir es auf. Bin gespannt, wie signifikant der Soundunterschied ist. Und hier sind auch so 2 Puschel dabei, wenn es extrem windig ist. Ich denke mal, es wird auch helfen. 2 Dead Cats. Und sogar noch ein Etui, so ein kleines. Okay, hier kann man die Mikrofone dann reintun. Oh, schön. Okay, das ist dieses Flüssigkeitsding, Gebrauchsanweisung, Käbelsche und hier sind die Mikrofone. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal. Wir hören gleich mal. So, jetzt gebe ich euch mal 2 verschiedene Mikrofon-Tests. Also jetzt gerade rede ich einfach über das iPhone. Wenn kein Wind da ist, ist der Ton auch super. Also alles gut, aber sobald Wind da ist, ist der Ton nicht mehr so gut. Deswegen hört euch jetzt mal die 2. Aufnahme an. Das wäre jetzt die Aufnahme über das Wireless-Mikrofon. Im Haus sollte es jetzt keinen Riesenunterschied machen, aber draußen macht es einen enormen Unterschied bei Wind. Das Problem ist aber, wenn ich mit meinem Bart viel dran kratze, ist auch nicht so gut. Jetzt nochmal ein Aufnahmetest mit Baustellenlärm und Wind. Ich hoffe, der Wind ist hörbar. Die Baustelle macht gerade keinen Lärm. Schade. Aber egal. Gucken wir mal, ob Wind da ist. So, jetzt haben wir nochmal das Richtmikrofon im Test. Ich bewege mich ein bisschen, man hört die Baustelle auf jeden Fall jetzt gerade deutlich. Der Wind ist auch sehr stark am Rauschen. Mal gucken, ob das ausgeblendet wird durch das Mikrofon. Und ja, Soundtest 2. Ich bin gerade draußen mit meiner Freundin und meinem Hund. Und ich bin gerade am Ball. Aber ich gehe jetzt schnell in der Zeit zur Bäckerei. Nehme ich euch direkt mal mit, zeige ich euch mal die Bäckerei, unsere Lieblingsbäckerei hier. Was es da alles so gibt, weil wir holen jetzt Brötchen. Let's go! Das ist die Bäckerei und hier gibt es ganz viele verschiedene Kuchen und Teilchen, alles richtig, richtig geil. Kann man sich auch sitzen, so einen kleinen Dings. Hallo! Und hier gibt es auch sehr leckere Brötchen. Does it work? All you have to do is just approach it. The NFC works. Yeah, nice. It's the first time I use. Oh, nice. Die Bäckerei heißt Confitaria und ich habe gerade zum ersten Mal mit der Apple Watch gezahlt. Ich wollte es nicht so offensichtlich filmen. Ich hoffe, man kann es sehen im Video. Ich habe jetzt für 5 Euro Brötchen geholt und die riechen so lecker, weil die sind so schön warm. Hier steht übrigens noch eine Statue von Sissy und da vorne ist mein Hund und meine Freundin. Ja, Knubbel! Hey Schatz, hey! Hey Baby! Riech mal, wie geil es riecht. Ganz frische Brötchen! So, auf geht's. Ich gehe jetzt mal in die Stadt. Mein Freund fährt jetzt wieder nach Hause und ich gehe ein bisschen in die Stadt. Wie ihr hört, habe ich das Mikrofon gar nicht dabei heute. Und das hat den Grund, weil ich die beiden Mikrofonteile noch aufladen muss. Das heißt, ich werde die ab morgen erst dabei haben. Und ich werde die auch nur dann nutzen, wenn es wirklich windig ist und wenn es nötig ist. Ansonsten probiere ich das nächste Mal noch ein anderes Mikrofon aus, weil ich finde es schon gut. Aber ich warte noch auf ein anderes Mikrofon und dann vergleiche ich die beiden mal. Mein Plan ist jetzt, noch etwas in der Stadt zu suchen. Ich habe nämlich ein bestimmtes Ziel, das werdet ihr gleich sehen. Und in der Zeit euch noch auf dem Weg zu zeigen, was hier noch so ist, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Wie ihr vielleicht gerade im Hintergrund schon gesehen habt, im Hintergrund von mir ist das Casino von Madeira. Grüße gehen raus an Monte. Ja, du Stück Sch... Das ist hier dieses größere Gebäude da.
Ich war noch nie da drin. Für mich ist das einfach nicht so Casino, dies, das, aber gut zu wissen, dass hier eins ist, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber da hupt gerade ein großes Schiff. Ich weiß nicht, aber wir werden jetzt mal hin und gucken. Ich glaube, es fährt gerade weg. Wir sind nämlich gerade im Park überhalb der Schiffe. Vielleicht können wir das sogar noch filmen, wie es wegfährt. Und ich muss noch eine Sache ansprechen, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar, jetzt habe ich vergessen, was das Schiff mich rausgebracht hat. Was soll ich sagen? Verdammt, vielleicht komme ich gleich drauf. Tatsächlich, es fährt gerade ein Schiff weg und es verlässt gerade den Hafen. Ich werde mich jetzt da hinten schnell hinstellen und mache eine kleine Zeitraffer-Aufnahme für euch. Let's go! Während der Zeitraffer-Aufnahme ist mir jetzt auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Erstmal, hier stehen noch zwei andere dicke Schiffe am Hafen. Crazy. Und zwar wollte ich eben über das kontaktlose Zahlen sprechen. Ich habe ja eben beim Bäcker einfach so mit der Uhr bezahlt. Und für manche von euch ist es vielleicht was ganz Normales, weil das gibt es ja schon länger. Aber ich habe es jetzt wirklich zum ersten Mal gemacht und ich finde es richtig cool. Man muss sich mal sein Portemonnaie rausholen. Man muss sich mal irgendwie eine Karte reinstecken und irgendeine Nummer drücken. Man muss einfach nur noch die Uhr an das Lesegerät halten und dann hat man schon bezahlt und kann weitergehen. Finde ich super nice, vor allem, weil man die Uhr eh immer dabei hat oder das Handy. Ja. Hallo. Kennt ihr mich? Ja. Ach so. Ich dachte gerade, grüß. Hast du gesagt, grüß dich, Simon? Grüß dich wohl, habe ich gesagt. Ach, grüß dich wohl, hi. Ja, schönen Tag ja. Euch. Hallo. Ich war gerade überrascht, man, auf letztes so Deutsch, beziehungsweise aus der Schweiz kommt ihr, ne? Nein, nein. Österreich? Bayern. Aus Bayern. Bayern. Ja. Krass, ich verwechsel immer Bayerisch mit Österreich-Schweizer Dialekt. Ja, dann genießt die schöne Sonne, ne? Ja, ebenfalls. Ciao, ciao. Manchmal bin ich überrascht, wenn mich deutsche Leute ansprechen. So, sehr nette Bayern hier. Ich finde es cool, dieses kontaktlose Zahlen. Irgendwie finde ich es fancy so. Ja, ich wollte es einfach nur sagen, ja. Ich finde es irgendwie cool. Was denkt ihr darüber? Stell dir mal vor, du gehst zum Bäcker, brauchst nichts außer deine Uhr und zack, holst du Brötchen. Richtig geil, feier ich. Jetzt geht's ab in die Stadt. Let's go. Da trifft man schon hey, die nächsten Deutschen. Lori, willst du mitkommen? Ach echt? Wie lustig. Ihr seid zu zweit hier, macht ihr Mädels Day. Ja. Lol. Ja, hallihallo. Hi. Hi. Hallo, hier? Ich bin auch ganz alleine, weil ich wollte noch was einkaufen gehen. Ich mach kurz Kamera aus. Wie ihr gerade mitbekommen habt, haben wir gerade die beiden Girls getroffen, Paula und Lori. Hi. Lori übrigens auch streamen auf Twitch, könnt ihr abchecken. Paula einfach mal Instagram verlinkt. Und die beiden haben sich hier im Park getroffen zum Quatschen und jetzt haben wir noch eine Mission. Und zwar, ich muss mir noch was zu essen holen und Lori möchte sich ein bisschen das Kabel holen. Für die Kamera, ja. Genau, weil sie möchte die Kamera zum Stream benutzen, für die Küche, zum Koch, für Kochstreams. Paula muss einkaufen und das gibt's alles im Lavier und deswegen gehen wir jetzt dahin und erledigen ein paar Sachen. Bis gleich. Hier gibt's auch ein H&M, wie ihr seht. Also es ist nicht so, als wären wir hier komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Also hier gibt's auch die Geschäfte, die man so kennt. Und wir holen uns jetzt auch in einem Geschäft, was ihr wahrscheinlich auch kennt, was zu essen. Und zwar bei Subway. Da gibt es nämlich ein veganes Sub mittlerweile und auch vegane Knoblauch-Aioli. Okay, ich habe alles und ich habe mit der Uhr bezahlt. Aber ich kann es dir im Video zeigen, ich habe es gefilmt. Let's go. Wir sind jetzt im LaVie Shopping Center und die Lori möchte zu Worten. Das ist ja sowas wie so ein Mediamarkt Saturn. Ich mache gerade mit Fischei-Aufnahme, das heißt manchmal siehst du so richtig rangezoomt aus. Geil. Ja, aber das ist. Also wir müssen jetzt da vorne, okay, wir müssen jetzt da vorne hin für Lori. Und danach gehen wir nochmal einkaufen und Paula geht einkaufen. Service war gut. Was? Service war gut. Achso, ja. haben die dir gut geholfen? Ja, du hast mir sehr gut geholfen. Ach Quatsch, der Typ war aber sehr hilfsbereit. Aber er war am Anfang sehr verwirrt. Der war verwirrt, ja. Aber auch nur, weil wir auf Deutsch geredet haben. Ja, wahrscheinlich. Aber die Frau ist dann irgendwann weggelaufen. Die Frau hatte Angst. Das war zu viel Kabel. Ja. Ja. Aber es war auch ein bisschen kompliziert, weil wir brauchten jetzt ein Micro-HDMI zu HDMI-Kabel. Stopp! Und dann nochmal ein HDMI Stopp! Zu HDMI-Adapter, weil sie ein Verlängerungskabel hat. Auf! Ach, es ist auf jeden Fall, es war eine komplizierte Erklärung, weil wenn man nicht weiß, dass man damit streamen möchte, das wissen die ja nicht, dann wissen die nicht, warum will die das alles? Was ist mit ihr? Ist halt 30 Meter Verlängerung. 30 Meter, ja. Oder 30 Meter, um die Wohnung dreimal rum. Ja. So, die Mädels gehen jetzt ins Geschäft rein und holen da Einkaufssachen. Und hier ist schon Weihnachtsdeko. Ich gehe mich jetzt kurz mit meinem Sub hier hinsetzen und esse eben. Und dann gehe ich mit rein und suche die. Es ist eben schnell. Was heißt schnell? Gemütlich. Und ja, ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe auch bei Subway das vegane Sub geholt.
Was soll ich gar nicht sagen? Ja, ich habe natürlich das vegane Sub geholt, was soll ich denn sonst essen? Aber ich habe auch bei Subway mit der Uhr bezahlt. Schon fancy, oder? Auf jeden Fall hat Subway jetzt vegane Aioli, konntet ihr im Video vielleicht sehen. Also die schmeckt dann so wie eine Joghurtsoße bzw. wie eine Aioli. Ist halt vegan. Und dieses vegane Patty, das finde ich richtig cool. So, auf geht's. Kennt ihr das? Wenn man irgendwie so Soße am Mund hat und dann nimmt man einfach das Brötchen vom Burger oder vom Sub oder so, um sich den Mund abzuwischen. Mal schon immer so. Mega lecker. Also sowas für zwischendurch finde ich gut, dass Subway jetzt was Veganes anbietet. Auch mit dieser veganen Aioli und so. Ist eine geile Möglichkeit, auch eben vegan bei einer Fastfood-Kette was zu essen. Aber ich habe schon dreimal so gemacht, aber ist wirklich, ich mag's. Ist aber gerade sehr voll da. Mal gucken, ob ich die beiden Mädels finde. Ich könnte auch Tomaten mitbringen, da wird Sabine sich freuen. Weil wir haben ja frische Brötchen geholt. Schauen wir mal, wo die sind. Die ist leider dieser Frau. Versuche ich anzuschleichen. Hey, was geht? Hast du schon eingekauft? Ja, alles hier so. Das ist Loris Seite und das ist meine. Ah, Lori wieder die ganzen Kaffees. Man kennt. Dann lege ich auch meine Sachen auch da in dieses Körbchen da vorne. Ich hole noch Tomaten. Okay. Dieser Laden hier ist so ungefähr wie ein Rewe oder ein Edeka in Deutschland. Ich würde sagen, ist so wie ein bisschen so wie ein Rewe oder sowas, ne? Ja, eigentlich ist hier alles. Ja. Also Pinko Dosche heißt der. Gibt eine schöne Gemüseabteilung und alles mögliche. Also es gibt hier auch alle Sachen, die man so aus Deutschland kennt eigentlich. Zum Beispiel hier die Alpro-Joghurts und so weiter und so fort. Eine schöne Gemüseabteilung mit ganz vielen Sachen von Madeira. Die guten Madeira-Tomaten und so weiter und so fort. Was hast du denn da gefunden? Ist das etwa die ABK-Milch? Wurdest du etwa influenced? Es kann sein. Hier eine Kuh. Aber sie ist glücklich, oder? Mhm. So, das sind die Einkäufe von Lori. Einfach nur Starbucks, Himbeeren und Fanta. Das sind meine Einkäufe. Tomaten und so ein Tee. Und das sind die Einkäufe von Paula. Aber ist ja auch noch für deinen Freund mit. Für zwei. Genau, für zwei. Ein paar süße Sachen, ein bisschen was zum Kochen. Sehr gut. Es ist zwar jetzt schon langsam Dämmerung und ne, nicht mehr so der Sonnenschein, aber ich gehe trotzdem noch schnell in den Pool, weil ich möchte noch vorm Stream, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit, noch ein paar Bahnen schwimmen. Let's go. Ab ins Wasser. Let's go. Yeah. Let's go! So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Pool war nice. Geh jetzt mal schnell in die Dusche. Und ich werde den Vlog an dieser Stelle schon beenden, weil ich mache jetzt gleich noch den Stream und danach kommt nichts mehr. Das heißt, falls ihr den Vlog gut fandet, falls es euch Spaß gemacht hat, heute zuzugucken, lasst gerne euch nach oben, da würde mich sehr freuen und unterstützen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Daily Vlog. Kuss geht raus, haut rein. Ciao, Leute.